So, und jetzt geht's hier auch weiter. Ja, Gletscherspitze. Ihr hört im Hintergrund die schöne Messenger-Mucke. Ich feier's übelst. Und wir gucken mal, was hier so los ist. Ja, liebe Raider, das ist hier Sea of Stars. Das ist ein relativ neu rausgekommenes RPG, Action-RPG, ein bisschen im Stile von vom Super Mario RPG. Und ich lieb's gerade komplett. Au. Das wollte ich nicht. Wie cool ist es bitte, dass sie das halt hier noch mit aufgreifen in dem Spiel? Aha. Hier. Was ist er für ein Bongo Johnny? Ja, ihr lieben Raider, fühlt euch auf jeden Fall herzlich willkommen. Wenn ihr möchtet, denkt dran, ein Follow dazulassen, wenn euch der Kram hier ein bisschen taugt. Bei mir gibt es immer ganz, ganz viel Retro-Kram. Und oh, shit. Au. Retro-Kram, retroesken Kram. Hohoho, dann treffe ich nicht, doof. Schmetterschneeball. Aber gut, wir sind mittlerweile so stark, das macht eigentlich nicht viel aus.
durch den Lagerfeuer? Warum? Was ist hier los? DJ Sunlight da hinten. Gute Runde jetzt. Ah, ich sag's noch. Oh Mann. Thank you.
So. Mucke ist halt einfach eine 10 von 10. Da kannst du wirklich sagen, was du willst. Lol, okay. Meine Rollenspiellogik mich nicht täuscht, dann schlagen wir jetzt hier ein Lager auf und dann schmilzt das Eis. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht täuscht mich meine Rollenspiellogik doch. Ach, ihr. Kasper Kreppel hier. So, ich mach einmal. Lucan weg. Wie auch immer ihr es hierher geschafft habt. Es war töricht herzukommen. Ihr seid töricht und in der Klemme. Eure Freunde haben schon auf dicke Hose gemacht. Haben sie euch nichts erzählt? Oho, wie angriffslustig sie sind. Angriffslustig und arrogant. Na los, kommt!
Ihr hattet Glück, beim nächsten Mal gewinnen wir. Siegt und feiert euch. Und feiert eben. Und kommt nicht zurück. Wir sind nah dran, ich fühle es. Tun wir es. Die Mucke, Mann. So ein geiler Remix.
Oh, guck mal. Amulett der Sonnenwende erhalten. So viel Energie. Es ist dieselbe Macht wie... Wie kommen wir hier raus? Wir können diesen Block schmelzen, doch die Himmelsrune ist hinüber. Kannst du es mit R2 und L2 die Tageszeit kontrollieren, ohne auf einer Himmelsrune zu stehen? Ja, lol. Nächste Trophäen. Okay, cool. Wow, du kannst das jetzt also nach Belieben tun. Das Amulett reagiert wirklich stark auf unsere Magie. Wir haben, was wir wollten. Kehren wir zu Risha zurück. Mit. Ah, okay. Gehen Sie. Geil, auch wie die Mucke sich verändert. Der Reinheit. Skills kostet minus ein. Das ist ein bisschen ungünstig hier gerade. Sollten wir den Weg wieder zurückgehen? Am besten, ne? Ach, da kommen wir nicht zurück. Okay. Dann halt nusch. Item-Roulette, was auch immer der bedeuten mag.
Aber jetzt kommen wir natürlich an einigen Stellen weiter, ne? Ihr seid zurück, Glückwunsch. Hilfst du uns jetzt nach Mesa Island zu gelangen? Ihr wart vor einigen Augenblicken dort. Das ist also der richtige Weg. Wir gehen einfach zurück und den Berg hinab? Zu Fuß am Gletschergipfel? Nur ein Tier würde das tun. Akzeptiert ihr eine letzte Herausforderung? Wenn ihr Erfolg habt, helfe ich euch. Wir haben es eilig. Du sagtest, ich weiß, hört mich an. Die Barriere lässt sich nur entfernen, wenn ihr den riesigen Steinkopf erweckt. Ich kann den Trank herstellen, doch es braucht Jahrhunderte der Gärung, um ihn zu brauen. Lol, wie ein Messenger. Der Trank. Sind die beiden Riesen? Die haben die nicht einen Trank gebraut? Dieser dünne und der dicke? Jahrhunderte? Nutzlos. Deshalb müsst ihr meine persönliche Alchemieflasche, die Fiole der Zeit, für mich finden. Darin kann ich die Zeit selbst kontrollieren. Bringt sie mir, dann habt ihr das, was ihr braucht, innerhalb von Sekunden. Gibt's nicht. Also gut, wo finden wir deine Fiole der Zeit? Elfurul versteckte sich vor langer Zeit auf der Wächterinsel. Sicher weiß ich lediglich, dass die Riesenstatue, von der die Insel ihren Namen hat, der Schlüssel ist. Wie kannst du dir sicher sein? Elfuruls Tricks beinhaltet stets große Statuen. Ich dachte, er müsste irgendwann aufhören, wenn ich meine Fiole nicht wiederfinde. Doch nun brauchen wir sie. Lächerlich. Nennt es, wie ihr es wollt. Aber ich empfehle euch, die Aufgabe ernst zu nehmen. Sie ist sehr anspruchsvoll. Klar, sicher, wir sind bereit. Begebt euch zum nördlichen Teil der Wächterinsel und führt die Läuterung der Schmerzenspitze durch. Läuterung? Ist dort ein Eremit? Natürlich. Vielleicht ist nur eine List... Doch sie stammt von Elfurul persönlich. Aber ohne die Stärkung, ohne ihre Kräfte durch. Ja? Das ist der wahre Zweck des Amuletts der Sonnenwende, oder? Ganz genau, es ist vielleicht alt, aber seine Magie besteht. Tretet dem Eremiten der Qual überzeugt gegenüber und das Amulett wird reagieren. Die Macht, eine Sonnenfinsternis zu beschwören? Also gut, wir schaffen das. Die Schmerzenspitze treibt ein teuflisches Spiel mit dem Verstand, doch ihr verdient eine Chance. Hier. Nur zu, trinkt. Was ist das? Eine Dosis Seelenbindungstrank für jeden von euch. Komm schon, wohl bekomm's. Ich fühle keine Veränderung. Dank dieses Tranks werdet ihr das auch behaupten können, nachdem ihr Zeit an diesem verfluchten Ort verbracht habt. Ich dachte, du könntest uns nicht helfen. Es ist nur ein kleiner Schubs. Das bleibt einfach unter uns. Danke, Reshan. Wir kommen mit der Fiole der Zeit zurück. Ihr könnt diese Portale für Schnellreisen von hier zum Dokaria-See nutzen. Ich beobachte euch. Viel Glück. Was ist, wenn wir hier rausgehen? Das ist... Ja, okay. Okay, cool. Jetzt haben wir hier Portale überall, ja? So, dann können wir jetzt nochmal ins Dorf zurück.
Wollen wir das? Kommen wir da einigermaßen lang, ohne kämpfen zu müssen? Ich weiß es nicht. Seite dieses eine Rätsel. Irgendwo hatten wir noch so ein Rätsel offen. Oh ja. Ach nee, hier ist die Hafenstadt. Hin, ne?
war denn das? Wo haben wir unser Dorf gebaut? Mirt. So, Taverne. Das hat gut funktioniert. Hatte denn schon jemanden als Betreiber im Sinn? Nein, haben wir noch nichts gefunden, ne? Fischerhütte baut er jetzt hier bestimmt und dann sind die Dakori, die sind dann bestimmt die Betreiber. Ach, guck hier. Okay, nix Tolles. Erhöht die Segelgeschwindigkeit wohl. Fischer gesucht. Gast wird gesucht, okay. Ja, cool, Freunde. Unsere Stadt wächst und gedeiht. Wir müssen auf jeden Fall noch zwei Leute finden, die hier anfangen. Aber das ist eine Aufgabe für Zukunftsgerste, denn wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Wir haben ordentlich was geschafft heute. Ich weiß gar nicht, wie lange sind wir mittlerweile drin? 16,5 Stunden, meine Herren. Okay. Jo, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich denke, wir sehen uns morgen. Mal schauen. Vermutlich spontan, eventuell vormittags, eventuell mittags oder nachmittags. Mal gucken.